Und bei insuffizienten, also nach deren Kriterien insuffizient, haben wir diese Zahlen immerhin auch noch eine akzeptable Zahl von Menschen, die ein Problem hatten. Aber hier schießt es natürlich dann ganz ordentlich nach oben. Und bei den die großen Defizit sind, ganz schwache Zahlen nur bei den milden Verläufen. Und das dreht sich dann um zu den kritischen Verläufen. Aber schaut mal, was als normal dort angesehen wird. Hier wird gefeiert, dass bei 85 also diese 34, die hier stehen, das ist eine andere Einheit, das ist immer leider schwierig bei Vitamin D. Das ist ein Nanogramm pro Milliliter. Rechnen wir das um in unsere berühmten Nanomol pro Liter, so wie es auch auf euren Bügen steht, damit ihr einen Vergleich habt. Was war die Zahl, die wir immer anstreben bei Vitamin D? 130 im Ideal. Man sagt nur 100 zwischen 100 und 150, also nehmen wir 130. Ja? Und die finden 85 schon toll. Also das wäre in meiner Welt nur schon sollen, da packen wir noch 4000 drauf. Ja? So, aber wenn die schon mit 85 Nanomol pro Liter erreichen, dass die Korrelation in der Todesrate mit dem Vitamin D-Level da nach unten geht, dann finde ich das ein bisschen spannend. Dann würde ich persönlich in der Phase, wenn ich in der Risikogruppe wäre, würde ich sagen, ja, dann sehe ich aber mal zu, dass ich mein Vitamin D auch mal mindestens 85 kriege. Weil dann bin ich nicht in der Risikogruppe. Dann bin ich hier unten und nicht da oben. Bei 100.